Hallo Leute, ich bin Ava, willkommen bei Alles Ava. Heute mache ich ein Weihnachtsgeschenk-Haul. Ich weiß, es ist jetzt so ein bisschen spät, aber endlich komme ich dazu. Und bevor wir anfangen, ich will nur mal sagen, ich will nicht angeben, das ist das Letzte, was ich will. Ich habe halt nur so viele Geschenke, weil ich eine unglaublich große Familie habe. Also halt in Irland. Genug Geblabbere, jetzt fangen wir an. Das erste Geschenk sind diese Mandeln. Die habe ich schon angefangen zu essen, weil die einfach so unglaublich lecker sind. Sehen nicht aus wie Mandeln, aber im Prinzip, die sind so in weiße Schokolade gewickelt. Da sind halt auch so Blütenblätter. Die schmecken so unglaublich geil. Ich glaube, die kann man im Rossmann oder DM kaufen. Kauft euch die. Worth it, wirklich. Hallo, das ist jetzt das zweite Geschenk. Ich wollte mir unbedingt eine Bomberjacke kaufen. Ich war die ganze Zeit auf Pinterest, habe nach Bomberjacken geschaut. Diese ist jetzt von Subdued. Ich finde, die ist so schön. Die ist auch so warm. Warte. Oh mein Gott, es kommt auch mit Taschentuch. Ja, ein paar von den Geschenken habe ich schon angefangen zu nutzen. Aber ja, anyways, ich finde, die ist einfach so cute. Und die ist auch gefüttert. Nee, nicht wirklich gefüttert hier. Aber perfekt für den Winter. Ich bin mit der einfach obsessed. Das dritte Geschenk habe ich auch an. Vielleicht könnt ihr das hören. Ich klinge so ein bisschen komisch, weil boom. Angst. Das sind keine echten Angst. Boah. Weil mir echte Angst einfach ein bisschen zu teuer sind. Schaut mal, die sehen aber echt aus und ich liebe die. Die sind so bequem. Eigentlich wollte ich die als so richtige Straßenschuhe nehmen, aber ich glaube, ich werde die eher so als Hausschuhe immer anziehen. Ja. Boah, bitte fall nicht um. Boah. Sind ein bisschen schwierig anzuziehen, aber whatever, weiter geht's. Scheiße, nehme ich auf. So, willkommen bei einer neuen Perspektive. Erstmal die Angst ausziehen, die sind ein bisschen zu warm. Also, ich zeige euch jetzt mein allerlieblingsgeschenk, das Geschenk, was ich einfach am geilsten finde. Wenn ihr einen guten Musikgeschmack habt, wisst ihr, wer Mitski ist. Sie ist meine Lieblingssängerin und ich wollte schon immer mal auf ein Konzert gehen. Ich gehe einfach auf ein Mitski-Konzert. Ich bin so unglaublich happy und so dankbar, wirklich. Das ist einfach so crazy. So, weiter geht's. Sprechen von Schuhe. Ihr wisst ja, ich bin letztens so ein bisschen in meiner Doc Martens Phase. Also, ich hatte die auch schon ein paar Mal an und die sind so geil. Nur, was nicht so geil ist, ich habe von der eine fette Blase bekommen. Deswegen kann ich die jetzt leider für eine Weile nicht mehr anziehen. Ich muss die jetzt erstmal so ein bisschen stretchen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist ein bisschen schade, aber trotzdem liebe ich die. Weiter geht's. Ich liebe Bücher, ich liebe es zu lesen. Also habe ich mich so gefreut. Wir schauen mal. Bram Stoker's Dracula. Ich freue mich, das so anfangen zu lesen. Ich habe gerade aufgehört, die Verwandlung von Franz Kafka zu lesen. Also werde ich das auf jeden Fall lesen. Das sind jetzt ein paar Bücher dabei. Ich liebe Bücher prinzipiell. Weiter geht es. So. Jetzt haben wir Bettwäsche. Geilo. Ich finde die voll cute, weil schaut mal, die hat so kleine Herzchen. Und hier noch so schwarze, dann ist die noch so beschreibt. Gestreift, sorry. Kann nicht mehr reden. Also, ich finde sie auch wirklich so cute und auch richtig weich. Wenn ich sage, dass ich geholt habe, als ich das Geschenk bekommen habe, lüge ich nicht. Das ist eine Valentino-Tasche. Oh, die ist einfach so wunderschön. Schaut euch die an. Ab jetzt werde ich die jeden Tag zu jedem Outfit anziehen. Mir ist es egal, ob die passt oder nicht. Ich werde die jeden Tag anhaben. Das ist von meinem Merch-Team. Danke an Lingo, war wirklich so cool. Ihr kennt mich ja, ich liebe Schokolade. Schaut mal. Schokoladen-Lippenstift und hier so ein Koch-Schokoladenset. Ich habe letztens Twilight geschaut und ich war nur so ein bisschen inspiriert. Also, Bella hatte eine Weile so einen Jan-Sport-Rucksack. Und ich habe die auch ganz oft im Pitch gesehen und ich finde, die sind einfach so cute. Schaut mal. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Entweder Jansport oder Jansport. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mit dem obsessed bin. Ich glaube, da war ich noch happier als bei der Valentino-Tasche. Ich wollte schon immer mal Sachen von Charlotte Tilbury. Und endlich ist es soweit. Schaut mal, wie cute die Verpackung ist. Ich glaube, ich werde auch einfach die Box so behalten, um mir sie manchmal anzuschauen. Richtig satisfying geht's auf. Also hier. Das Flawless Airbrush Setting Spray. Ich lieb's. Die Pillow Talk Kollektion. Und jetzt als nächstes, da war ich auch so unglaublich dankbar. Ich muss es kurz so ein bisschen, also einfach von Dior. Ich war da so einfach. Ich bin immer noch so geschockt.
dass ich das jetzt habe. Und schaut mal, wie unglaublich schön diese Verpackung ist. Prinzipiell, ich werde all diese Verpackungen einfach behalten, weil die einfach so unglaublich hübsch sind. Ich glaube, da werde ich jetzt ein... Das wird meine neue Make-up-Tasche. Diese Kiste. Ich hatte so Angst, dass ich das Papier irgendwie so kaputt mache. Ja. Also, erstmal so eine Make-up-Tasche. Schaut mal, wie cute die ist. Die ist so Velvet irgendwie und auch so hübsch blau. Ich finde die einfach so unglaublich schön. Und schaut mal. Hier ist noch so eine kleine Tasche. Ist so ein Augenserum. Ein Mini Miss Dior Parfüm. Schaut mal, wie cute das ist. Ein Lipgloss und diesen Lipglow. Die waren so lange auf meiner Wunschliste. Okay, die probieren wir jetzt. Schön weihnachtlich ausgestattet. So, ich glaube als erstes den Lipgloss. Der hat so eine schöne Farbe. Okay. So, schaut mal. Das kann man jetzt nicht so gut in der Kamera sehen, aber der ist so hübsch. Jetzt den Lip Glow. Oh, ich finde es so schade, dass ich den jetzt abmachen muss. Oder warte, ich swatche das auf meiner Hand. So eine schöne Farbe, schaut mal. So. Auch noch so richtig schön rosa. Die werde ich jetzt auch jeden Tag nehmen. Okay, das waren die Sachen von Dior. Obsessed. Jetzt geht es weiter. Als nächstes haben wir diese Reisetasche. Und ich werde nicht, also noch nicht erzählen, wozu ich diese Tasche brauche. Dazu werde ich, das werde ich mal in so einem Video sagen. Aber ich sage euch schon mal, das ist jetzt schon mal so ein kleiner Hint, so ein Sneak Peek. Also im Prinzip, ich werde die nicht für einen Urlaub benutzen. Mehr sage ich nicht. Und jetzt sind noch ein paar Sachen drin, also machen wir weiter. Noch ein Buch, das ist jetzt nicht ein normales Buch, aber 10.000 Positive Affirmations. Ich glaube, ich will mir jeden Tag so ein paar durchlesen. Das sind auch mega viele. Ich lese jetzt einfach mal ein paar vor. Also, today will be my perfect day. I release all my limiting beliefs about money. Ja, also ich liebe Affirmations. Ich wollte prinzipiell mit Affirmations auch so anfangen. Also, das ist richtig praktisch. Als nächstes, das ist ein Scalp Massager. Warte, Scalp Massager? Ich kann nicht mehr reden. So ein Ding. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Aber ich habe jetzt jetzt richtig viele Schuppen und ich habe gehört, dass das gut gegen Schuppen ist. Ich habe meine Schere. Tada! Im Prinzip macht man so halt in der Dusche. Ich kann es nicht wirklich erklären. Schaut mal nachher auf TikTok. Ich werde euch auch erzählen, ob das funktioniert. Ich bin richtig aufgeregt, das zu benutzen. Ich muss nämlich heute duschen. Also, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass mein Lieblingsfilm S ist und S2. Boom! Wenn ihr den Film geschaut habt, wisst ihr, was das bedeutet? Ihr kennt ja, was ich mal mit so Oversized-T-Shirts mache. Ich glaube, ich will das wieder croppen und das hier so abschneiden. Das zeige ich dann auch mal. Das T-Shirt ist auch wirklich so bequem. Hier, ein Victoria's Secret Body Mist. Schaut mal, wie schön das ist. Und ich will das jetzt mal probieren. So. Das riecht auch so gut. Oh mein Gott. Das riecht so richtig nach Vanille, also richtig nice. Werde ich jetzt auch mit dem Miss Dior jeden Tag an. Werde ich auch mit dem Miss Dior jeden Tag nehmen. Und sorry, dass ich so ein bisschen verschnupft bin. Ich bin letztens so ein bisschen krank, also ignoriert es einfach. Und jetzt hier, Pickle Patches. Richtig viele Pickle Patches. Ich weiß nicht, was meine Mama mir sagen will, aber whatever. Also ich brauche unbedingt mal wieder Pickle Patches. Ja, so ziemlich praktisch. Und von Sol de Janeiro. Richtig viel. Da war ich auch einfach so unglaublich dankbar, wirklich. Schaut mal, hier. Ein Body Wash Moisturizing Shower Cream Gel. Tada, ich werde heute alle Produkte ausprobieren. Hier noch von Monday ein Trockenshampoo. Hier. Das sind so Wristbands und dann noch, warte, hier so Headbands. Und das ist für halt Gesicht waschen, damit die Hände nicht, dass die Arme halt nicht nass werden. Richtig praktisch. Und davon noch ganz viele. Hier, das kam jetzt mit der Tasche, noch so einen kleinen Packing Cube. Mehr Fake Axe. So sehen die aus. Auch richtig nice. Und auch super warm. Also ziehe ich die jetzt wieder aus. Eine Haarmaske und zwei Haarmasken. Ich liebe Haarmasken. Das kam von meiner Oma aus Irland. Wie cute ist das denn bitte? Schaut mal. Da kann man einfach so einen Schmuck reinmachen. Und von Hermes ein Armband. Schaut mal, wie süß das bitte ist. Oh mein Gott. Also, ich will nur mal sagen, das ist nicht neu. Ich hatte meine Mom früher, aber das passt jetzt nicht mehr, deswegen hat sie mir es gegeben. Wie süß ist das bitte?
Oh mein Gott. Werde ich jetzt auch jeden Tag anhaben. Ich werde alle Sachen, glaube ich, jetzt immer benutzen. Jewelry Organizer, der ist eher so rosa. Auch mega cute. Hier. Und der hat auch so einen Spiegel. Richtig süß. Ich glaube, für den Rest meines Lebens habe ich jetzt die Sol de Janeiro Parfüm. Meins ist leer und das riecht einfach so unglaublich nice. Ich habe so viele geile Parfüms bekommen. Und von Elf noch ein Concealer. Ich habe ja schon ganz oft erzählt, wie ich nur einen Concealer brauche. Ich benutze gerade den von Benefit. Und ich habe gehört, dass dieser richtig gut ist. Schaut mal. Ich bin schon so aufgeregt, den auszuprobieren. Gut, Leute, das war's jetzt. Mein Zimmer sieht jetzt richtig messy aus. Mir ist gerade was runtergefallen. Ich bin wirklich so unglaublich dankbar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis ihr Lieben. Ciao.